Hi Leute, da sind wir wieder und heute machen wir leckeren Grießhalber. Das ist ein süßes Rezept, passt auch wunderbar in die Jahreszeit, in der Herbstjahreszeit. Und dazu serviere ich heiße Beeren, die habe ich im Sommer aber eingefroren, habe ich ja wahrscheinlich mal ein, zwei Videos schon mal gesagt. Ja, und das machen wir jetzt und wenn ihr jetzt Lust habt auf dieses Rezept, dann bleibt einfach mal dran. Wir starten folgendermaßen und zwar habe ich hier eine Kaffeemühle und jeder, der meine Videos kennt, weiß, dass ich hier meine Gewürze mahle. Und heute mahle ich hier drin meine Haselnüsse. Ich habe keine gemahlenen Haselnüsse mehr, aber die ganzen tun eben auch keinen Abbruch. Und das sind ungefähr 60 Gramm, die werden einmal komplett gemahlen. Nicht wundern, dass es hier so weit am Rand steht, aus dem einfachen Grund, das Kabel ist nicht lang genug. So, diese 60 Gramm geben wir in einen Topf. So, natürlich sind hier noch zwei, drei kleine Stückchen, die größer geblieben sind. Die könnt ihr drin lassen. Gibt dann noch einen crunchy Effekt. Aber im Grunde genommen seht ihr hier, dass es relativ fein gemahlen ist. Und jetzt geben wir noch Dinkelgrieß dazu. Davon nehmen wir 150 Gramm. So, und das bräunen wir jetzt alles an mit Butter, die wir jetzt noch reingeben werden. Und zwar habe ich hier 60 Gramm Butter. Die schneide ich in ein paar kleine Würfel. Und jetzt wird alles im Herd gegeben. Die Butter soll sich schmelzen und dann sollen die Zutaten hier etwas anbräunen. Und das können wir noch machen. Wir nehmen hier eine Zitrone und ziehen hier etwas von der Zeste ab. Aber wenn das jetzt gehen würde, die Zitrone schon sehr weich. So, ihr seht, ich habe doch Zitronenzeste dazu gegeben. Ich habe sie abgeschnitten. Die ist echt schon sehr weich und die wird auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Saft abgeben. Mal schauen jetzt. Denn ein bisschen Saft nehmen wir natürlich mit. Eine halbe Zitrone. So, nun haben wir den Grieß und die Haselnüsse genug angeröstet. Wir haben hier das wunderschöne Aroma der Haselnüsse in der Küche. Und jetzt geben wir 500 Milliliter Milch dazu. Rühren alles durch und geben noch Vanillezucker dazu. Und zwar nicht nur einen Esslöffel, sondern ungefähr 2,5 bis 3. Und rühren alles ein und geben alles wieder auf den Herd. So, und jetzt wird hier so lang gerührt, bis sich der Grieß vom Topfboden löst und die Milch aufgesogen hat. Ich habe jetzt hier den Topf auf schwacher bis mittlerer Flamme stehen und ihr seht hier, wie das alles schon anfängt anzudicken und immer schön durchrühren. Und hier seht ihr das, was ich meine, es dickt immer weiter an, wird zu so einem Brei. Grießbrei kennt ihr, zumindest alle aus dem Babyalter. Und weiter rühren, sodass nichts anbrennt. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr seht, es ist schon fast fertig. Und es ist schon nahezu fertig. Es geht immer schwerer umzurühren. Und der Grießbrei, der klebt auch schon einigermaßen. Und jetzt können wir das vom Herd ziehen. Inzwischen habe ich jetzt hier ein Ei getrennt und das Eigelb einmal verrührt und das Eiweiß richtig schön steif geschlagen. Und jetzt nehme ich eine Form. Ihr könnt eine Kastenform nehmen oder ich nehme einfach so eine leere alte Eisform hier. Und die habe ich einmal kalt ausgespült, gebe aber jetzt noch Frischhaltefolie rein. Warum ich sie dann falsch ausgespült habe, frage ich mich gerade auch. Weil das mit der Frischhaltefolie ist wirklich viel besser. So, und jetzt machen wir die Frischhaltefolie so weit rein, dass sie einmal fast komplett immer an den Rand ragt. So, Box präpariert. Ihr braucht ungefähr 1 Liter. So, und jetzt haben wir hier unseren Grießbrei. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir entfernen erst einmal die Zitronenschale. Jetzt machen wir Folgendes.
Wir nehmen uns das Eigelb und geben es in das Halver. Und jetzt, darauf solltet ihr achten, dass es nicht zu heiß ist, sonst habt ihr nämlich Rührei drin. Und das möchten wir in diesem Fall hier nicht haben. Und das einmal unterziehen. Und das gleiche machen wir mit dem Ei klar, mit dem Standschlag Eiweiß. Das wird auch einmal untergehoben. Und das Ei klar gibt dem Ganzen noch ein richtig schönes Volumen. Und jetzt verteilen wir das hier alles relativ gleichmäßig. So, und das geht einfach jetzt alles in den Kühlschrank. So, jetzt drückt man mal den Daumen, dass es klappt. Dass es auch die Form behält. So, sehr schön. Sehr schön haben wir das. Jetzt zeige ich es einmal von oben. So, ihr merkt schon, es ist etwas dunkler geworden bei mir. Wir haben es etwas später. Aber ihr seht es hier. Die Form, die ich hier genommen habe, natürlich hätte ich auch eine andere Form nehmen können, eine Puddingform oder sowas, ist jetzt hier ein Viereck geworden. Das werde ich gleich noch anschneiden. Das können wir gleich nochmal machen. Und dann wird es einfach noch mit heißen Früchten serviert. Die habe ich hier. Die werden gerade hier gekocht, ihr seht es. Und die werden dann gleich einfach darüber gegeben. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, und wir gehen jetzt hier langsam runter. Und ihr seht hier, ihr seht nichts, weil die Form innen genauso ist wie außen. Also die Masse. Ja, und der schneidet jetzt in dicke Scheiben runter. Und dann können, wir das schon anrichten. So, wie ihr gesehen habt, das Rezept ist gar nicht mal so schwer. Leichtes Zitronenaroma, leichte Süße. Und das kann man wunderbar als Dessert nehmen, das Rezept. Oder wenn ihr mal es alleine esst, weil wir essen ja auch Milchreis so als alleiniges Gericht, könnte man das auch essen. Ja, und ich hoffe, es wird euch gefallen. Teilt es auf Facebook, Google Plus und Twitter. Und ja, schreibt mal, wenn ihr es nachgemacht habt, wie es euch geschmeckt hat, ob ihr es kennt. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.